Sie haben es geschafft. Suchen Sie jetzt die Zellen des Green Beret und des Scharfschützen. Passen Sie aber auf, dass Sie keinen Gestapo-Offizieren in die Arme laufen. Und machen Sie keine Fehler. Wenn Sie Alarm schlagen, wimmelt es in der Anlage innerhalb kürzester Zeit von feindlichen Soldaten. Ach, und vergessen Sie die Reliquie nicht. Tja, und hiermit Hallöchen zurück. Ich bin's wieder, euer Onkel Bitty, und wir machen hier den nächsten Part von Commandos Strike Force. Natürlich, wie die anderen auch, auf normal. Unter Wölfen geht es weiter. Schnell, schnell, Bewegung! So, unsere Jungs sind gefangen genommen worden. Beweg dich! Eisige Stille. Oh, eine Maus. Gestapo-Leute. Was ist das? Die Reliquie ist in Kürze für den General bereit. Wenn der Oberst sieht, dass du pennst, bringt er dich um. Okay. Der Feind darf nicht Alarm schlagen. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Suchen Sie die Zellenschlüssel, bergen Sie die Reliquie. Reliquie. Sorry. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist anscheinend noch niemand. Was ist das? Was zu trinken anscheinend? Das wollen wir im Moment nicht. So, durch Schlüsselloch schauen. Oho, okay. Gestapo-Typ. Gestapo. Ein Soldat. Okay, mal schauen. Was kommt jetzt da auf uns zu? Gehen wir mal in die Knie. Deaktivieren Sie das Alarmsystem. Eieiei. Da ist doch irgendwas. Oh, der kommt auf mich zu. Uiuiui. Kann ich den vielleicht erwürgen? Na, ich sehe schon auf der Minimap, wie er in meine Richtung kommt. Bitte seh mich nicht. Bitte seh mich nicht. Nein, nein. Das kriegen wir schon. Ich habe ihn tatsächlich gekriegt. Ich habe gedacht, er sieht mich. Uniform nehmen. So, und umziehen. Jawohl. Und schon bin ich ein Gestapo-Man. Das ist gut. Das ist nur ein Soldat. Okay. Was haben wir hier noch? Da haben wir einen Soldaten, der ganz alleine ist. Gucken wir mal. Was sehen wir hier? Hier sehen wir gar nichts. Ah, der kommt in die Richtung. Ich gehe mal in seine Richtung. Mal schauen, was da Sache ist. Oh. Da ist auch ein Unteroffizier drin. Ich weiß nicht. Mal schauen, kann ich die Tür schließen? Geht das nicht? Nee, sieht nicht so aus. Die werden sich wundern. Aber so geht's auch. Machen wir den schon mal weg. Jetzt gehen wir mal zu dem nach da draußen. Boah, das sieht eigentlich ganz gut aus, glaube ich. So, haben wir auch. Okay, dann machen wir mal hier den Alarm. So. Oh, habe ich da was aufgesammelt? Geheimobjekte finden und sicherstellen. Ja. Alarm ist auch klar. Also Alarm und Geheimobjekte. Gut, gut. Reliquie finden ist auch angesagt. Okay. So weit, so gut. Was haben wir hier nochmal? Da war er. Oh, was haben wir denn da oben? Was hat das zu bedeuten? Ich muss aufpassen, glaube ich. Ist hier jemand in der Nähe? Ich sehe keinen. Machen wir den auch mal platt. So.
Alarm, das ist natürlich... Was geht da jetzt vor sich? Ich glaube, etwas, wo ich sehr aufpassen muss, nehme ich mal an. Was haben wir denn hier? Ich guck mal ganz vorsichtig. Okay, da ist nichts. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. So. Jetzt haben wir schon 2 von 3. Jetzt, was ist das denn hier? Reliquie oder Schlüssel besorgen? Gut. Ganz vorsichtig mal gucken. Was ist da? Da sehe ich nichts. Okay. Was haben wir da? Schlüsselloch. Soldat. Okay. Tür ist abgesperrt. Warum? Ah. Okay, der hat gerade genießt. Ist ja soweit kein Problem. Hier aufpassen. Ist da irgendwas? Oh, da ist auch ein Soldat. Okay, der guckt mich so komisch an. Gehe ich mal schnell weg. Anscheinend war ich dem verdächtig, nehme ich mal an. Was machen Sie hier? Oh, das ist Gestapo. Oh. Ah, was soll das denn? Unteroffizier? Haben wir hier noch? Da haben wir einen Soldaten. Machen wir den auch kalt. Moment, ich gehe jetzt mal weiter in die Richtung. Ist da nicht die Alarmanlage? Ich glaube, das ist er. Okay, schauen wir mal. Oh, da ist auch noch einer. Okay, der guckt aber da lang. Dann riskiere ich es mal. Ist ja eigentlich witzig, dass sie das nicht merken. Okay, da hat die Kamera Probleme gehabt, glaube ich. So, okay. Oh, Gestapo. Schnell weg. So, ich will noch die Alarmanlage. So, die haben wir. Sabotieren wir. Sehr schön. So, das haben wir. Geheimobjekte muss ich auch noch finden. Und die Reliquie und Schlüssel. So, was haben wir hier? Gucken wir mal durch Schlüsselloch. Unteroffizier, Offizier. Ich bin ja Gestapo, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Denke ich mal zumindest. Gehen wir mal schön da rein. Okay, da muss ich jetzt aufpassen. Am besten kann ich die Tür denn schließen. Ja. Mach mal platt. Den machen wir auch direkt fertig. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal gespielt habe. Habe ich hier wild rumgeballert. So, wieso, was habe ich denn jetzt hier? Achso, den Zellenschlüssel habe ich gefunden. Okay. Telefon kann ich nichts mitmachen anscheinend. Ist hier noch irgendwas? Nee, da sehe ich nichts. Oh, Medikit. War da doch was? So, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich guck mal hier durch. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Gestapo-Mann, der hier rumgelaufen ist. Den sehe ich jetzt aber hier nicht, deswegen gehen wir einfach mal raus. So, was haben wir hier hinter? Ein Soldaten. Ja, so weit, so gut. Nein, öffnen wollte ich. Das war mein Ansinnen. So, machen wir die Tür zu. Ich bin lieber mit dem hier alleine. Ah, ich wollte doch keine Aufmerksamkeit. Geh mal schnell wieder raus. Hätte natürlich auch einfach abballern können. Hat schon Scheiß. Wie konnte das jetzt wieder nur passieren? Ah ja, hat er sich wieder hingesetzt. Mach mal die Tür wieder zu. So, wunderbar. Nee, ich will keine Aufmerksamkeit. Ja, das will ich. Das verstehe ich ja manchmal nicht. Warte, hier haben wir was. Achso, da brauche ich noch gar nicht. Hatte ich jetzt schon gesagt, wie ich das erste Mal gezockt habe. Bin ich hier durchgelaufen, habe wild rumgeballert. Was haben wir da? Oh. Geheimobjekt, ja, wunderbar. Medikit nehmen wir auch mit, falls ich doch noch baller. Irgendwie habe ich ja natürlich wie immer Bock da drauf zu ballern. So, hier ist aber anscheinend nichts mehr. Schauen wir nochmal kurz. Können wir da was sehen? Nein, wir können nichts sehen. Dann machen wir mal auf.
So, was haben wir denn noch? Geheimobjekt. Und die Reliquie. Was haben wir da? Haben wir denn... Ne, Tür ist abgesperrt, dann brauche ich da auch nicht durchgucken. Öffnen. Und war hier? Bin ich da schon mal drin gewesen? Ich weiß es nicht. Da war ja jetzt keiner. Ah, da sehe ich schon Medikit. Jetzt habe ich schon 4. Meine Güte, nee. Öffnen noch nicht. Schlüsselloch. War ich hier nicht schon drin? Nee, anscheinend war ich da noch nicht drin. So. Jetzt sind wir mal leichtsinnig. So, der ist auch erledigt. Was haben wir da? Zeitung. Irgendwie meine ich wegen dem Telefon, ich war schon hier. Springen wir einfach mal auf den Tisch und machen gar nichts. So. Was haben wir denn noch hier? Hier war ich doch auch schon, oder? Hier geht's nach unten. Was haben wir denn da? Noch einen Raum. Oh, was liegt da? Habe ich... Ja, wunderbar. Geheimobjekt gefunden. Da freut sich doch der kleine Pitti. oder Onkel Pitti, ne? So, ich gehe hier nur noch mal durch, weil ich denke, vielleicht liegt hier noch irgendwie was. Aber irgendwie ist ja sonst nichts. So, was haben wir dann noch? Reliquie und die Kommandos befreien. Okay, dann gehen wir mal wieder hier hoch. So weit, so gut. Wie der Feind? Kann ich hier irgendwie rein? Ah, schauen wir erstmal rein. Soldat. Okay, machen wir mal auf. Was haben wir hier? Oh, Gestapo. Wir haben eben Ihren Funkverkehr abgefangen, Herr Oberst. Die bemerken das wirklich nicht. Die bemerken das nicht. Ist ja geil. Ich hätte nie gedacht, dass das gut geht. Muss ich ehrlich sagen. Ich wollte jetzt einfach nur mal riskieren. Nee? Wunderbar. Yeah. Ich tanze auf dem Tisch. Der hat seinen Posten für immer verlassen jetzt. Jetzt ist Schluss mit ihm. So. Oh, habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe die Reliquie schon eingesammelt. Oh Mann. Ich krieg ja gar nichts hier mit. Dann brauche ich ja nur noch meine Kommandos befreien. Moment, der Pfeil zeigt in die Richtung. Und dann in die Richtung. So, aber hier kann ich ja immer noch nicht rein. Öffnen. Da geht's auch nach unten. Aber ich glaube, die Richtung ist gut. Ja. Wer schickt Sie? Antworten Sie, Soldat! Für wen arbeiten Sie? Wie lautet Ihr Auftrag? Ha, Sie wollen nicht reden, oder? Sehr amüsant. Ich werde es genießen, Sie zum Reden zu bringen. Such dir was aus. Ah, das werdet ihr noch bereuen. Das werdet ihr noch richtig bereuen. Ich sage es euch. Finden und befreien Sie die Zivilisten. Wo komme ich denn da hin? Na? Ah, da ist ein Soldat. Okay. Ich hoffe, da ist wirklich jetzt nur einer, ja. Sieht gut aus. Zack und weg ist er. Okay. Achso, ich habe schon genug Medikits. Da brauche ich hier gar nicht weiter suchen. So, da haben wir einen Soldaten. Der ist hier ganz alleine. Ja, ich sehe sonst keinen. So, erledigt. Wen haben wir denn da? Ah, sehr schön. Wir können nicht raus. Die würden uns sehen und abknallen. Okay, dann muss ich nochmal hier gucken, nicht wahr? Irgendwo... Ach so, da vorne sehe ich schon die Grünen. Trotzdem mache ich hier auch schon mal auf, weil die scheinen ja alle nicht rauszulaufen. Gucke ich mal, was ich hier tun kann. Soll ich vielleicht ballern?
Ballern macht Freude. Und das Team muss ich auch noch befreien. Lass mal überlegen. Ich habe hier noch gar nicht geballert, nicht wahr? So. Wir werden angegriffen! Ja, Schluss mit euch. Wunderbar, so mag ich das. Aber jetzt ziehen wir uns erstmal wieder um. So, damit mich die Zivilisten auch begutachten können. Ich gehe erstmal mit denen mit. Ich muss ja noch, ja, mein Team befreien. Aber ich habe ein bisschen Schiss. Obwohl, die sind gerade auch von alleine nicht weitergegangen. Oh, ich jetzt auch. Aha, aha. Wo geht's denn da hin? Okay, die warten. Kann ich denn da schon raus? Nein. Ist ja auch klar, wahrscheinlich muss ich ja noch jetzt mein Team befreien. So, wo sind die denn jetzt? Wollen wir mal schauen. Moment. Ging das hier noch weiter? Okay. Wo waren die denn jetzt? Ist hier noch... Nee, hier ist niemand. Auch nicht, aber okay. Kommen wir denn... Achso, hier komme ich dann wieder nach oben. Moment, ich sehe gerade den Pfeil. Den habe ich gar nicht richtig beachtet. Ja. Habe ich mich jetzt doch vertan? War ich hier schon drin? Hier ist niemand. Ach, aber da brauche ich ja gar nicht. Wie sinnlos. Was haben wir hier? Ah, hier sind sie bestimmt. Nee, auch nicht. Was ist denn dann hier los? Ist gar nichts los. Was haben wir hier? Oh, Moment. Da waren Soldaten. Da müssen wir doch mal schauen, was wir da machen können. Aha. Da wird ein unschuldiger Mensch gequält. Das können wir natürlich nicht zulassen. So, und was kann ich jetzt für dich tun? Ach nö, jetzt. Und ein Mäuschen. Oder ist das schon eine Ratte? Aber dem konnte ich nicht mehr helfen. Was für ein Scheiß. Da tut mir leid. Und ich hätte den gerne auch noch befreit. Aber viel wichtiger ist jetzt auch, im Moment, wo sind meine Jungs? Irgendwie habe ich es im Moment wieder nicht. Wieder mal. Ist ja leider nicht das erste Mal, dass ich mich verlaufe oder sonst irgendwie was nicht finde. So, da geht's nach oben. Achso, Moment, ja, hier warten ja die anderen. Dann gehen wir mal hier weiter gucken. Irgendwo hier müssen sie doch noch sein. Hier unten? Kann das sein? Ich bin echt jetzt im Moment verwirrt. Hier war ich doch schon. Na klar. Ah, das hasse ich immer, wenn ich mich so verlaufe. Das ist furchtbar. So. Und da sehe ich auch noch so viele grüne... Aber die Tür ist abgesperrt, da komme ich nicht rein. Ich hasse es. Ich will mich nicht mal so verlaufen. Verflucht nochmal. Ah, öffnen. Bin ich hier schon gewesen? Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Und von da bin ich aber gekommen. Ach, sei doch still. Wir werden nicht angegriffen. Der Pfeil geht in die Richtung. Würde ich doch denken, ich muss hier lang. Hier war ich auch schon. Nee, das ist furchtbar. Das mag ich nicht. Was habe ich jetzt? Tür ist abgeriegelt. Ich habe doch sonst alles.
Irgendwie checke ich es wieder nicht. Das geht mir ein wenig auf den Sack. Also hier kann es nicht sein. Muss doch eigentlich da hinten sein. Weil hier komme ich ja in eine ganz andere Richtung. Und hier war ich doch auch schon. Da war ich schon. Und da war ich doch auch schon, nicht wahr? Ja. Ist das ätzend. Da muss ich auch gleich noch hin. Wo ist die Tür? Oh, da bin ich schon wieder da. Ich raff's nicht, ich raff's nicht. Gar nicht nett, sowas. So, Moment, jetzt gucken wir aber nochmal hier. Ich hab richtig sehe. Also hier kann es ja gar nicht sein. Mann. Warum tun die mir sowas an? Normal würde ich ja denken, die sind hier irgendwo, aber da habe ich doch schon geguckt. Habe ich irgendwas hier übersehen? Nö. Was ist hier? Gar nichts. Da hatte ich doch auch schon geguckt. Bin ich mir sicher. So, und hier geht's auch wieder nach oben. Da war ich doch auch schon. Was ist hier? Da ist auch nichts. Oh, ich werd welk. Ah, Moment, ist es hier? Ja, hier ist es. Okay. Und der kriegt noch einen Schuss. Frank, der Colonel ist hier. Wir müssen hier raus. So, das wäre auch geschafft. Okay. Aber eigentlich würde ich lieber vor den beiden laufen, um die besser zu schützen. Aber ich glaube, ich habe sowieso nicht viele Leute übergelassen. Deswegen ist das jetzt nicht so wild. So, ihr geht mal weiterhin vor. Obwohl, ich kann euch jetzt überholen. So, jetzt ist natürlich die Frage, gehen die hier lang? Ja. Oh, scheiße. Aber hier kann ich sie ja überholen. Also kann ich die besser beschützen, falls doch noch jemand kommt. Ja, der kommt hier entlang. Gehen wir mal hier hoch. Mal gucken, was die... Kommen die jetzt? Kommt doch. Ich muss mich geirrt haben. Aber die kommen nicht. Ich kann da gar nicht rein. Okay, die sind jetzt oben an der Tür. Ich will noch mal gucken. Ich würde gerne noch ein bisschen hier ballern. Aber ich kann ja nichts machen, oder? Nee. Okay. Dann gehen wir hier hoch. Dann haben wir das schon geschafft. Und alles erledigt. Ich hätte natürlich wirklich gerne die anderen, die man auf der Minimap gesehen hat, noch gekillt, aber es sollte wohl nicht sein. Kann man nichts machen. Oh, 4 Sterne. Obwohl mir das nicht so wichtig ist, ich möchte hauptsächlich ja hier alles erledigt haben. Ja gut, das war's. Part Nummer 11, wenn ich mich nicht täusche. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und seid beim nächsten Video auch wieder mit dabei. Ciao, ciao und tschüss.